Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Heute möchte ich euch den interaktiven Router von KiCad etwas näher vorstellen. Der interaktive Router findet ihr hier im PCB-Layout-Editor unter dem Menü Raute und hier dann unter den Einstellungen. Beim Routen von Leiterbahnen gibt es ja zwei Situationen. Einmal eine Platine, die ich komplett händisch route, das heißt, ich habe nur Netzlinien und ich lege hier meine Leiterbahnen komplett händisch. Oder in der zweiten Situation eine Platine, die mit dem Autorouter geroutet wurde und an dieser möchte ich Nacharbeiten durchführen. Die hier habe ich mal mit dem Autorouter gemacht und ihr seht, hier sind also so verschiedene Nacharbeiten möglich, um diese Ecken zu begradigen und noch ein bisschen vielleicht die eine oder andere Leiterbahn zu optimieren oder besser zu verlegen, wie man sich das persönlich vorstellt. Dazu wechseln wir hier also wie gesagt in diesen Router und in die Einstellungen. Und im Wesentlichen hat unser interaktiver Router hier drei maßgebliche Funktionen. Die Version 1 hier, Kollision hervorgeben, die empfehle ich für alle, die neu einsteigen und vielleicht noch nicht so ganz sicher sind beim Leiterbahnen verlegen, denn das ist hier eigentlich der sicherste Modus. Die anderen zwei, sehen wir gleich, sind ein bisschen problematisch und man sollte wirklich wissen, was man tut. Also Kollision hervorheben ist eigentlich der Safe Mode für den Einsteiger und für das Erstrouting einer Leiterplatte empfehle ich hier diese Einstellung zu machen. Ja, wie gesagt, auch wer schon mal eine Platine geroutet hat oder das schon öfter gemacht hat, sollte trotzdem beim ersten Mal Routen einer Platine hier auf diesen Kollisionsmodus gehen, einfach um sich Probleme zu vermeiden. So, wir bestätigen mit OK und wenn ich euch das jetzt hier zeige, ich wähle mal hier das Element an, mit der Taste D gehe ich hier in den Verschiebemodus und sobald ich jetzt hier irgendwo kollidiere mit Pads oder anderen Leiterbahnen, werden die hellgrün dargestellt und ich kriege hier angezeigt, aha, hier passt was nicht und ich bin hier safe. Ich kann, auch wenn ich jetzt versuche, diese Leiterbahn hier mit Linksklick abzulegen, die nicht ablegen, sie springt automatisch an ihren alten Ort hin. Das gleiche gilt für das Routen einer Leiterbahn. Also wenn ich jetzt hier eine neue Leiterbahn ziehen würde, seht ihr schon, sobald ich jetzt hier auf Leiterbahnen treffe, die hier im Weg sind und im selben Layer liegen, werden die grün dargestellt. Auch hier kann ich wieder versuchen abzulegen. Funktioniert alles soweit nicht. Ich kann hier klicken, wie ich will, geht alles nicht. Mit Escape breche ich dann wieder ab. Das ist also der sicherste Modus, denn hier kann nichts passieren. Es ist nicht möglich, dass ungewollt oder unbeabsichtigt etwas verschoben oder umgangen wird, so wie wir das jetzt hier gleich in dem nächsten Modus sehen werden. Das ist der Modus Schieben. Schieben ist ein sehr schöner Modus, aber ich muss fürchterlich aufpassen. Ich kann also jetzt hier, ich wähle wieder unser Element an, halt erstmal das Werkzeug beenden. So, ich wähle also die Leiterbahn an, mit Taste D gehe ich in den Verschiebemodus und ich kann jetzt hier verschieben und ihr seht, die anderen Leiterbahnen werden mit verschoben. Aber ich muss hier wirklich aufpassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier meine Leiterbahn verschiebe und ich habe jetzt hier so weit reingescrollt, wie ich das jetzt hier mal beispielhaft tue, sehe ich nicht, was sich im Rest der Platine tut. Und da tut sich nämlich eine ganze Menge. Wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel mal hier unten hergehe, ihr seht, wo jetzt das Fadenkreuz ist, und ich verschiebe hier meine Leiterbahn, seht ihr, werden automatisch die anderen Leiterbahnen jetzt hier versucht, um dieses Pad herumzulegen und ich fange mir jetzt hier mit einem Schlag eine ganze Menge Winkel ein und das ist möglicherweise nicht gewollt und wie gesagt, das sehe ich natürlich nicht und es wirkt sich hier wirklich auf die ganze Platine aus. Auch hier unten an den anderen Pads in diesem Bereich sehen wir hier, wird versucht natürlich automatisch alles irgendwie hinzuschieben, um das diese Verschiebung der einen Leiterbahn zu realisieren. Das ist ein bisschen problematisch, denn wie gesagt, es kann zu ungewollten
ja, Verschiebungen führen, die ich vielleicht nicht möchte. Genau das gleiche hier in dieser Richtung. Ihr seht schon, es springt hier alles hier rum, geht dann um andere Pads herum. Wir sehen dann auch hier unten in diesem Bereich, hier unten jetzt in diesem Bereich, dass also hier automatisch diese Leiterbahn hier zwischen die Pads gelegt wird, und das ist natürlich alles ein bisschen unschön. Also wie gesagt, ein Modus, der zum Platz schaffen und zum Verschieben von mehreren Leiterbahnen durchaus angebracht ist, aber bitte mit Vorsicht und nach Möglichkeit nicht beim Erstrouting. Ich mache das hier mal wieder rückgängig und wechsle in den dritten Modus. Das ist hier das Umgehen von Hindernissen. Im Prinzip ähnlich wie beim Verschieben. Das heißt, wenn ich jetzt hier so eine Leiterbahn anfasse und mit D verschiebe, wird dann also versucht, hier automatisch um die Pads herumzugehen. Ich kann auch, ich zeige es auch nochmal so, ich werde nochmal hier diese Leiterbahn ein Stück entfernen und verlege sie dann neu. Dann sehen wir hier, wird hier versucht, automatisch um Elemente herumzugehen, und er versucht dann automatisch hier den optimalen Weg, um Hindernisse herumzufinden. So, und hier kann ich sie dann wieder andocken. Das wäre dann der dritte Weg, automatisches Umgehen. Kann Sinn machen, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Bauteil habe, was unwahrscheinlich viele Füße hat, wie ein Mikroprozessor oder vielleicht sogar eine richtige CPU, dass ich dann damit den Leiterbahnen automatisch zwischendurch komme und hier nicht extra um jedes Pad legen muss, kann das durchaus sinnvoll sein, hier dieses Umgehen einzuschalten. Dann wird halt versucht, die Pads automatisch zu umgehen. Auch das mache ich hier mal wieder rückgängig. So, und jetzt möchte ich euch noch die Feineinstellungen des interaktiven Routers zeigen. Das sind einmal hier unten einige Elemente, die man noch einstellen kann. Das ist hier das Entfernen redundanter Leiterbahnen. Das heißt, wenn ich zwei Pads habe und schließe eine Leiterbahn dazwischen zweimal an oder verlege eine Leiterbahn zweimal zwischen zwei Elementen, wird dann eine davon automatisch entfernt. Dann hier das Optimieren der Pad-Verbindungen. Das bedeutet, dass also verschiedene die Pads sauber ausgerichtet werden und unnötige Winkel vermieden werden etc. Auch diesen Optimierungsansatz kann man hier unten noch dann mit dem Schieber einstellen. Ich lasse das hier auf High. Sollte man anwählen, ist eine ganz feine Geschichte und unterstützt beim Routing ungemein. Dasselbe gilt hier für glatt gezogene Elemente. Das heißt, er versucht jetzt hier die Leiterbahn möglichst glatt zu machen und hier nicht irgendwelche Knicks reinzubringen. Auch das oder Winkel reinzubringen ist eine sehr gute Einstellung, die man auch drin lassen sollte, weil sie unterstützt doch beim Routing ganz ungemein. Und als letztes, wenn ich hier dann in diesen Modus Kollision hervorgehen zurückgehe, habe ich hier oben noch freigestellt den freien Winkelmodus. Der geht aber wie gesagt nur in diesem Grundmodus Kollision hervorgehen. Und den möchte ich euch noch zeigen, indem ich hier nochmal die Leiterbahn halt diese Leiterbahn ein Stückchen entferne. Und wir sehen ja hier, kann ich jetzt, oder hatte ich ja nur immer 45 Grad Winkel oder 90 Grad Winkel. Und jetzt befinde ich mich hier im freien Winkelmodus, und ich zeige es mal hier. Dann kann ich also hier wirklich jeden x-beliebigen Winkel nutzen und erstellen. Ihr seht das hier und kann mir also jetzt eine Leiterbahn wirklich, naja, fast rund gestalten. Und ja, habe dann also so eine Leiterbahn, die in jedem x-beliebigen Winkel verlegt ist. Das kann unter Umständen vielleicht mal auf einer HF-Platine nötig sein, wo ich schon mit der Frequenz vielleicht Probleme
bekomme hier mit so einem 45-Grad-Winkel. Je höher die Frequenz wird, umso mehr wirken sich hier diese Winkel aus. Und da kann es also durchaus sein, dass man zum Beispiel hier mal so eine geschwungene Leiterbahn erstellen muss. Ja, das wäre dann zum Beispiel eine mögliche Anwendung für so einen freien Winkelmodus. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren des interaktiven Routers und wenn es denn ganz schief gegangen ist, macht ihr genau das, was ich hier tue, indem wir hier auf Änderungen verwerfen klicken und dann seid ihr wieder gerettet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.